Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Korrektiv. Ich bin Ariel Hauptmeier und neben mir sitzt mein Kollege Benedikt Wärmter, Reporter hier bei Korrektiv. Er hat eine Geschichte recherchiert über Menschen, die ohne Papiere in Deutschland leben und sich Papiere ausleihen von anderen, um einen offiziellen Job antreten zu können. Benedikt, wie bist du auf dieses Phänomen gestoßen? Ich war lange im Dortmunder Raum unterwegs und habe dort recherchiert zu Menschen ohne Papiere in Deutschland und habe mich da im kriminellen Milieu rumgetrieben eine Zeit lang. Dort ist auch ein Film entstanden, den wir mit Weiß gemacht haben, und ich bin aufmerksam geworden auf dieses Phänomen. Wir wissen ja alle, Schwarzarbeit ist natürlich eine Einnahmequelle für Menschen ohne Papiere, aber eben auch ein scheinlegaler Markt, wo Menschen also die Papiere von anderen ausleihen und sich als diese ausgeben. Mhm. Also wirklich, es gibt Unternehmen, die Menschen quasi beschäftigen, die unter falschem Namen quasi behaupten, jemand anderes zu sein. Offensichtlich. Also der Weg führt meistens über Zeitarbeitsfirmen in Lagertätigkeiten oder in die Systemgastronomie. Und ja, dann gibt es Menschen, die sich als jemand anders ausgeben, und das fällt erstmal nicht auf. Magst du von einem Fall erzählen, von dem du dort beobachtet hast? Ja, ich habe für die Geschichte zwei Menschen sehr lange begleitet und auch sehr gut kennengelernt. Und bei einem ist es so, der hat 4 Jahre lang illegal in Deutschland gelebt und hat das ganz oft gemacht, meistens aber im Dortmunder Raum. Und ein anderer, der war in ganz Deutschland unterwegs, von Containerhäfen in Hamburg über Schlachtereien im Rheinland und auch im Ruhrgebiet dann in der Gastronomie und in Lagern. Und derjenige hatte sich beispielsweise die Papiere von jemandem vorher gemietet, gegen Geld. Oder manchmal hat er sich Papiere gemietet und den Lohn mit demjenigen geteilt, der die Papiere abgegeben hat. Also verdient er dann, ich denke mal, das sind ohnehin nicht allzu üppig bezahlte Jobs. Tariflohn. Am Ende einige 100 € pro Monat für harte Arbeit. Für harte Arbeit, genau. Aber immer noch besser, so hat derjenige mir erzählt, als Drogen im Park zu verkaufen. Wenngleich er natürlich immer wieder ausgebeutet worden ist, und ich glaube, das war auch sein Motiv, mir davon zu erzählen, dass er mehrfach also betrogen worden ist von verschiedenen Seiten. Warum fällt das den Behörden nicht auf? Das ist eine gute Frage. Das war erstmal schwierig rauszufinden, wo das überhaupt auffallen kann. Also ich bin ja auch auf das Phänomen gestoßen, dass manche Identitätengeber ihre Papiere mehrfach verteilen. Mhm. Und da habe ich dann genauer recherchiert und habe festgestellt, dass das also offenbar bei der Rentenversicherung nicht auffällt, weil keine Stundenzahlen übermittelt werden und auch nicht bei den Einzugsstellen der Sozialversicherungsbeiträge. Das sind ja die Krankenkassen. Die müssten im Einzelfall prüfen, und da ist bisher offenbar nicht viel bei rumgekommen. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Recherche. Die Geschichte erscheint jetzt am Samstag im gedruckten Spiegel. Die ist auch Teil des Films, der auf weiß.com zu sehen ist. Und wir haben weiterhin das Projekt Die Unsichtbaren. Wir werden also weiter an dem Thema dranbleiben und über Menschen berichten, die nach Deutschland kommen, vielleicht keine Papiere haben oder auf andere Weise hier versuchen, Fuß zu fassen. Dankeschön.